So, hallo zusammen und vielen Dank für die Teilnahme und herzlich willkommen zu dem Vortrag Ansible Advanced. Hier werde ich halt Ansible ein bisschen in die Tiefe, im Detail besprechen. Wir gehen gleich auf die Agenda. Wer kennt sich schon mal mit Ansible aus? Ah, okay, super. Richtiges Publikum, also schon. Wer war auf meinem Vortrag letztes Jahr? Okay, weniger. Ja, alles klar. Dann gehen wir schon mal die Agenda an. Ich mache so eine Einführung in die Funktionsweise von Ansible, also nicht wie man Ansible benutzt oder wie man ausführt, sondern intern, wie Ansible so im Internen ein bisschen funktioniert, damit man Zusammenhänge besser versteht. So, und dann habe ich ausgewählte, nicht alle Themen für fortgeschrittene Themen ausgewählt, die wir halt durchgehen. Natürlich können wir in diesem Vortrag nicht alle Features von Ansible behandeln, aber einige, die ich interessant finde, gehen wir dann ein. Dann gehe ich auf das Thema ein, was jetzt neu in Ansible dazu gekommen ist und was eventuell auch noch kommt. Auf das Thema AWS, aber auch ganz kurz, weil Thema AWS und Ansible könnte man, glaube ich, einen ganzen Tag für nehmen, schon alleine. Okay. Irgendwie funktioniert das denn nicht. So, über mich ganz kurz. Ich bin Security Consultant bei CSPI, früher Mutcomp, und meine Hauptgebiete sind Automatisierung, Virtualisierung, Load Balancing und ein bisschen Perl Scripting. So, was ist eigentlich das Ziel dieses Talks? Ich möchte wiederum vor Anfang an sagen, ich möchte hier keinen Vergleich machen zwischen Chef Puppet oder Salt, oder ihr habt jetzt was anderes, wie heißt es nochmal, Ruda geguckt. Es geht nicht darum, welches Tool, sondern ihr habt euch schon für ein Tool entschieden und ihr wolltet damit weitermachen, oder ihr habt ein Projekt oder wie auch immer. Also ich werde hier keine Fragen behandeln, warum ist das besser. Ich kann nur sagen, warum mir das gefällt. Gehe auf verschiedene Themen ein bisschen in die Tiefe ein. Natürlich nicht alle. Es ist viel zu viele einfach. Ach, irgendwie mein Ding spinnt. So, ich versuche so viel wie möglich Beispiele zu benutzen, damit man halt den Bezug hat zu der Praxis. Ich habe immer unten in Slides einen Link. Die Slides, die stelle ich online. Und dann in dem Link kann man dann zu jeweiligen Sachen dann mehr weiter vertiefen, wenn man möchte. So, wir werden auch Features von 2.0 und eventuell 2.2, was demnächst kommt. Jetzt ist es in Development. Es kommt demnächst raus. Und wir besprechen auch die Themen, die Ansible eventuell angeht oder anstrebt oder anstreben möchte. So, die Frage, warum Ansible überhaupt? Also ich habe Ansible gewählt, weil es eigentlich ein relativ frisches Projekt war und die haben nicht die Fehler gemacht oder die haben gelernt von den Fehlern von anderen Orchestrierungstools. Also 2012, Februar, haben die gestartet und im Januar 2016 haben die einen kompletten Core Rewrite gemacht, seitdem die von Red Hat übernommen worden. Einfacher Syntax, keine Programmierkenntnisse notwendig. Und was mir halt sehr wichtig war, es ist Enterprise-kompatibel. Wer bewegt sich im Enterprise-Bereich? Okay, diejenigen kennen wahrscheinlich meinen Schmerzen. Das ist zum Beispiel keine Agenten auf Systemen.
alles nur über Jump Host im besten Falle oder über Citrix, wenn man Pech hat. Ja, und Systeme sind stripped down, da kann man nichts installieren, darf man nichts installieren. Okay, das ist eigentlich, wo wir beim letzten Vortrag stehen geblieben sind. Ist das jedem klar? Ich hoffe, das ist nicht zu klein. Das ist so ein, wie so ein Playbook aussehen soll. Ist jedem das verständlich oder soll ich kurz drauf eingehen? Alles verständlich. Gut. Kurz drauf eingehen. Alles klar, verständlich. So, ja, das Hauptplaybook, die Inventory-Dateien, ich lese einfach die Kommentare ab. So, und man hat dann die Roles und jedes Role hat dann unterschiedliche Funktionen in unterschiedlichen Dateien. So, das ist das Best Practice für Playbooks von Ansible. Das, wo wir stehen geblieben sind, letztes Mal, da gehen wir weiter. Ich gehe jetzt kurz auf die Insights, wie Ansible so intern funktioniert. Hoffentlich wird es verständlicher, warum Ansible die und die Sachen genau so macht. So, die meiste Arbeit bei Ansible wird von Modulen erledigt. Es gibt Connection-Module, die machen logischerweise Verbindungen zu Maschinen. Ja, das meiste wahrscheinlich SSH, das wir kennen, gibt es auch andere. Es gibt Lookup-Modulen, die ziehen sich die Daten oder geben die Daten. Es gibt Filter-Modulen, die transformieren diese Daten. Dann gibt es Callback-Modulen, die registrieren verschiedene Events oder registrieren Output dieser Daten in Variablen. Sehr grob erstmal. So, dann gibt es die Task-Modulen. Sind wahrscheinlich die, die wir am meisten kennen und die auch am meisten Arbeit machen. Was macht so ein Task-Modul aus? Das ist ein kompletter Skript ohne Dependencies, ein fertiger Skript, der eigentlich theoretisch in jeder Programmiersprache, dann gehen wir später noch mehr ein bisschen drauf ein, Core-Module natürlich nur Python und die machen dann natürlich die meiste Arbeit, werden auf die Maschine kopiert, werden da ausgeführt mit dem JSON als Input, geben JSON als Output und werden wieder gelöscht. Das ist ganz grob zu dem Task-Modul. Ja, dann gehen wir auf die Themen, dann tauchen wir in die Playbooks ein. Ich habe mir ein paar Sachen ausgesucht. Gehen wir mal einfach durch. Ich fange mal bei den Tags. Man kann die Tags in den Playbooks benutzen, um halt Teile des Playbooks auszuführen oder nicht auszuführen. Und das ist halt ein Beispiel dazu. Ist jedem so grob verständlich, was das Ding macht? So hoch greife ich nicht. Wir haben hier Host, wird nur auf dem Webserver ausgeführt. Keine Facts werden gezogen. Und da kommen ja die Tasks. Wir installieren oder wir sorgen dafür, dass ein Lite-HTTPD installiert ist. Da haben wir für Tags Packages. Und danach kopieren wir die Config-Datei, die wir jetzt unter dem Playbook dann unter Templates liegen haben. Und das hat den Tag Konfiguration. So. Man kann das Playbook dann so ausführen, dass man sagt, nur Pakete installieren. Oder man kann so ausführen und sagen, nur Pakete installieren. Ist eigentlich das Gleiche, nur halt also mit Negation dann. Somit kann man halt verschiedene Teile des Playbooks laufen lassen, ohne den anderen. So, bringt ein bisschen Dynamik. So, Custom Action ist auch eine interessante Sache, um halt Tasks in den Playbooks dynamischer zu machen. Das heißt, man hat
hier statt dem Modul einfach Action und dann baut man sich den Task halt aus Variablen zusammen. Interaktion. Manchmal, nicht immer, ist immer abhängig, wie man die Playbooks laufen lässt. Da habe ich später noch Beispiele ad hoc oder halt immer oder beim Deployment. Manchmal braucht man halt die Eingabe, um halt fehlende Variablen noch einzugeben oder abzufragen. So, da gibt es eine Möglichkeit vom Command Line, was wir wahrscheinlich schon kennen, eine Variable einfach einzugeben. No, und ein Playbook oder das gleiche, minus E oder minus minus Extras, kann man auch in eine JSON-Datei mit Variablen inkluden. Die wird dann, macht eigentlich das gleiche in dem Falle. So, wenn man ein Input braucht, auf jeden Fall könnte man Prompt benutzen, da wird der User nachgefragt nach dem Input für eine Variable. Hier benutzen wir Private No, ist halt dafür, dass man den Input sieht. Halt, wenn man Private Yes sieht, so wie Passwort, man sieht nicht, was man eintippt. Pause kann man für verschiedene Sachen benutzen, um halt abzuwarten, Load Balancer, Systeme, was auch immer. So. Klar oder gibt es Fragen? Klar, okay, super. Ganz genau, super, habe ich vergessen, habe ich bei mir in Notizen. Super, genau. Also Pause ist halt einfach blöd warten für Load Balancer oder auch wenn man eine bestimmte Sache validieren kann. Später kann man Wait For, dann wartet Ansible, bis die Sache dann stimmt. Habe ich jetzt nicht, aber... Super Sache, super Notiz, danke. So, man kann auch Playbooks als Executable ausführen. Das heißt, wenn der Benutzer nicht unbedingt wissen muss, dass man mit Ansible arbeitet, das kann man so abstrahieren. Shebang am Anfang des Playbooks und das wird dann als Executable, also Executable Flag. Dann fragt man auch mit dem Input paar Variablen ab. Und für den Endbenutzer, der das ausführt, ist halt wie ein Executable. Der muss nicht unbedingt wissen, dass das Ansible dahinter ist. Ja, und das muss ja nicht unbedingt .yaml sein. Kann auch was anderes, kann auch ohne Punkt sein, gibt man einfach Inventory an. Mit dem Inventory muss man, also mit den Parametern muss man gucken, nicht jede Bash, nicht jede Shell verträgt das, aber bei Bash funktioniert es. Bei Z-Shell glaube ich auch, habe ich auch ausprobiert. Ja, zu diesem Playbook genau, was macht das? Das löscht User, die das Unternehmen verlassen haben oder halt die das Unternehmen verlassen haben, löscht man halt alte User oder User, die gar nicht dazugehören. Wird eine Include-Datei mit Variablen inkludiert und man geht alle Items durch und sorgt dafür, dass die Benutzer und die Verzeichnisse der Benutzer nicht da sind. Ich meine, ist ja nur Beispiel, heutzutage ist das gar nicht aktuell, weil wir haben alle Systeme mit AD oder TACAX oder Radius, Authentifizierung, ne? Wird ja gar nicht gebraucht. So, Delegation. Wie läuft so ein Playbook ab? Wir haben da Hosts und wir haben Tasks. Die Tasks werden auf allen Hosts ausgeführt. Manchmal, sprich Stichwort Monitoring, möchte man irgendwelche Sachen auf einem anderen Host ausführen. Das passiert dann mit Delegation. Man benutzt Delegate2 und dann Host und dann wird genau dieser Task, Nagios, Silence vor dem Deployment, wird genau dieser Task dann nur auf diesem Host ausgeführt. Dann machen wir das Deployment
Und dann schalten wir Nagios wieder ein. Cool, keine Fragen. So, Lookups. Lookups werden auf dem Ansible-Controller ausgeführt. Das muss man erstmal verstehen. Die werden nicht auf dem, auf dem Target-System ausgeführt und sorgen dafür, halt die Daten zu kriegen. Das ist wahrscheinlich meist benutzte Lookup ist halt das File-Lookup für das SSH-Key. Ist so, so ein de facto Standardbeispiel. Es gibt auch andere Lookups. Zum Beispiel, man kann so ein Gebastel machen, indem man Lookup-Pipe benutzt und halt Perl ausführt. Und der Perl generiert dann eine Random-Zahl von 1 bis 100. No? Muss man nicht unbedingt machen. Kann man auch Built-in-Functions benutzen, nämlich sowas dafür. Funktioniert genauso gut. Ja, generell zu Lookups gibt es einige von. Pipe haben wir gerade gesehen, Dig, DNS, etcd, Redis und so weiter. Sind nicht alle. So, Filters. Filter werden auch auf dem Controller ausgeführt und manipulieren die Daten. Es gibt Ansible-Filters, es gibt Jinja 2-Filters, da gibt es zwei Links, gibt es eine Liste von. Aber halt, um ein Beispiel zu zeigen, gibt es zum Beispiel einen IP-Filter. Man kann verifizieren, ob eine IP eine valide IPv4 oder IPv6 ist. Dafür braucht man dann aber ein Library dafür, aber nur auf dem Kontrollsystem. Ne? Es gibt auch Filters, die keine Dependencies haben. Das ist zum Beispiel das Regex-Filter. Das würde dann Able aus Ansible produzieren. Wenn wir schon die IP-Validierung angesprochen haben, gibt es die Möglichkeit, generell dafür sorgen, dass die Variablen definiert und übergeben sind. Wenn man zum Beispiel Variablen abfragt, klar kann man die dann nun inhaltlich validieren. Wenn man die aber nicht abfragt mit dem Prompt, wenn man die über die Kommandozeile eingeben sollte, dann kann man sowas benutzen, um halt zu sagen, ich brauche die Variable auf jeden Fall und man wartet nicht, bis die irgendwo benutzt wird und es fehlschlägt. So, Includes und Trollen sind sehr ähnliche Konzepte, dennoch gibt es einen Unterschied. So, die Includes ist eigentlich eine einfache Funktionalität. Hier haben wir ein Beispiel von einem Include. Man kann hier die Variablen übergeben, die in einem Include dann gesetzt werden, zum Beispiel. Und dann gibt es die Rollen. Die sind ein bisschen komplexer aufgesetzt. Da gibt es dann so eine Struktur, halt nur für eine Rolle. Da kommen die Sachen halt in separate Ordner. So. Auf die Frage, wann soll man Includes, wann soll man Rollen benutzen? Ja, ganz einfach. Ich würde für kleine Codestücke Includes benutzen und sobald es wächst, kann man dann das Include zu Rolle umschreiben. Ich habe es öfters gesehen, dass halt Includes gewachsen sind und dann muss man sagen, okay, daraus machen wir eine Rolle. Und nämlich spätestens, wenn man dann Templates und Files hat, ist es besser, dass die dann in Rolle in verschiedenen Verzeichnissen liegen. So, Fehler passieren. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Man kann die Fehler ignorieren. Manchmal muss man halt. Also an dem Beispiel hier,
setzen wir ein Passwort für MySQL User Root. Wenn in einem neuen System noch kein Passwort gesetzt ist, funktioniert es wunderbar. Wenn wir das Playbook aber zweites Mal laufen lassen, dann ist das Passwort schon gesetzt. Das heißt, wir können nicht mit dem leeren Passwort nochmal Passwort setzen. Das heißt, das schlägt dann fehl. Aber wir wollen die Playbooks so gestalten, dass die halt immer wieder aufgerufen werden können. Deshalb hier Ignore Errors. Man kann eine technische Fehlermeldung ausgeben bei einem Fehler. Das heißt, hier fragt man Namen. Hier gibt es auch eine sehr sichere Verifikation. Und wenn man falschen Namen eingibt, wenn man anderen Namen eingibt, dann gibt es eine technische Fehlermeldung, dass dieses Vergleich nicht stimmt oder nicht klappt. Manchmal bringt das was. Manchmal möchte man aber eine benutzerfreundliche Ausgabe machen. Und das macht man mit Fail dann. Muss man aufpassen. Das ist hier negiert, der Vergleich. Und da gibt man dann eine benutzerfreundliche Ausgabe. Ja, da sind wir eigentlich mit den Sachen durch. Nicht mit allen Sachen. Und ich möchte besprechen, was in Ansible 2.0 alles dazugekommen ist. Wer benutzt schon Ansible 2.0? Okay. Wer weiß nicht, welche Version er benutzt? Okay. Offensichtlich hat Ansible schon darauf hingewiesen, dass man auf die Version jetzt achten muss. Spätestens nach der Übernahme von Red Hat. Die sind Ende 2015 von Red Hat übernommen worden. Und seitdem, meiner Meinung nach, läuft die Entwicklung viel schneller. Und ich habe früher nicht wirklich darauf geachtet, welche Version ich habe. Und jetzt mit neuen Versionen kommen viele Sachen dazu, werden wir gleich besprechen. Und man fängt an zu achten, welche Version man hat. Vor allem 2.0 und kleiner 2.0. So, was ist denn neu in Ansible 2.0? Taskblocks, auf jeden Fall eine interessante Sache. Die haben das Playbook-Parsing komplett neu geschrieben. Die Fehlerausgabe ist viel besser. Das gibt auch direkte Stelle, wo es nicht geklappt hat, und gibt auch Vorschläge. Das ist jetzt ziemlich nützlich. Man muss nicht mehr Escapings escapen. Viele Leute haben wohl damit viele Probleme gehabt. Ich nicht, aber scheinbar wohl ein Thema. Es gibt dynamische Includes. Auch sehr interessante Sache. Und es gibt Execution Strategies als Plugins. So, dann gehen wir mal auf die Task Blocks ein. Das ist ein mächtiges Konstrukt, um halt Fehler im Ablauf vom Playbook abzufangen. Das einfache Beispiel sieht so aus und ist halt da oben. Klar, da fehlen die Hosts, wir fahren mal mit Tasks. Es ist so ein Szenario, wir haben einen Block, haben wir die Tasks. Wenn da irgendwas fehlschlägt, wird Rescue ausgeführt und Always wird immer ausgeführt. Always ist übrigens auch optional. Dann habe ich auch ein relativ komplexes Beispiel. Übrigens, die Beispiele, die Playbooks, die liegen alle auf dem GitHub. Link ist in Slides und kommt dann auf das System, nochmal auf das Frostcon-Programm drauf. Das heißt, ihr könnt zu Hause nochmal ausprobieren, mir Fehler in den Playbooks melden. Ich erkläre in Kürze, was das Ding macht und was ich mir dabei gedacht habe. Das führt halt auf allen Hosts, ein Host nach dem anderen, Serial 1, da gehen wir auch noch später drauf hin. Serial 1 bedeutet,
immer ein Host wird parallel ausgeführt. Also eins Host nach dem anderen. So, dann haben wir die Variablen, Packages Git und Light HTTPD. Dann haben wir das Block, was ausgeführt wird. Die Pakete in diesen Variablen werden installiert und das Resultat davon wird in der Variable festgehalten. Das ist nur Debugging. Dann kopiert man die Light-HTTPD-Config-Datei. Die Datei enthält aber Syntaxfehler. Dann startet man den Service neu, was natürlich nicht klappt, weil da ein Syntaxfehler ist. Was passiert? Da wird Rescue ausgeführt. Wir löschen die Config-Datei und wir deinstallieren wieder die Pakete, die wir vorher installiert haben, wenn wir die installiert haben. Das passiert dann in dieser Variable, wird halt abgefragt. So, und am Ende, damit wir das Gleiche nicht nochmal auf allen anderen Hosts machen, machen wir Fail. Aber wir räumen zumindest mal auf. Könnt ihr gerne nochmal ausprobieren und mir Bugs zukommen lassen. Oh, okay. Ich muss die Frage wiederholen. Es gibt eine Möglichkeit, dass man sowas Ähnliches mit der Config-Datei abbildet, indem man dann nach dem Kopieren von der Config-Datei einen Händler aufruft, der dann die Verifikation macht. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Können wir später drauf diskutieren. Ja, es gibt mehrere Wege, das zu machen. Das, was mir gerade eingefallen ist, um halt die Blocks zu zeigen. So. Dynamische Includes sind auch neu in 2.0. Für das Portieren der Playbooks gibt es ein Porting Guide. Wenn ihr noch auf 1.9 sind und möchten auf die 2.0 migrieren, dann guckt da mal rein, weil kann auch sein, dass die Playbooks wahrscheinlich sogar, dass die Playbooks gepasst werden, aber nicht nicht das Verhalten haben, was ihr davor habt. So, die Includes before 2.0 waren pre-processed, das heißt, man hat Ansible Playbook ausgeführt, die Includes sind statisch einmal durchgegangen und dann nicht mehr angefasst. Seit 2.0 sind die ein Teil der Evaluierung, werden dynamisch ausgeführt oder dynamisch populiert mit Variablen. Genau, das, was ich schon sagte, die Playbooks unter 2.0 kann sein, dass die auch gut gepasst werden, aber die Verhaltensweise kann sich ändern. Daher der Porting Guide. Also einfach drauf schauen, ob man die Dinge benutzt. Wenn nicht, dann ist es auch so gut. Ja, okay. Hm. Ja, wahrscheinlich mit dem neuen Engine, was die neu geschrieben haben, haben die das anders gemacht, besser. Ja, genau. Wir gehen genau auf das Beispiel später für dynamische Includes, wofür man es eigentlich zu 90% benutzt. Ja, so sieht halt ein dynamischer Include. Wir inkludieren eine Datei, die aus einer Variable besteht. Ja, oder halt wir inkludieren Variablen aus einer Datei, die aus einer Variable entsteht.
Executing Strategies. Sehr interessante Sache, meiner Meinung nach, was auch Zeit sparen kann und eventuell für Ideen sorgen kann. So, seit Ansible 2.0 sind das auch als Plugins. Das heißt, man kann auch ein eigenes Executing Strategy implementieren. Ich habe mir mal ein Experiment gemacht und den da so mal dokumentiert. Wir haben hier zwei Hosts und zwei Tasks. Die brauchen unterschiedlich Zeit auf jedem Host. Das Playbook kommt später, kann ich auch was dazu sagen, und ist auch im GitHub. Es ist einfach nichts anderes als ein Sleep. No? Mit auf diesem Host mit 5 Sekunden und auf diesem Host mit 1 und 9 Sekunden. Wir sehen, dass die Tasks, beide Tasks sind in Summe 10 Sekunden lang. No? So, das ist die Default Strategy, Liner. Das heißt, Ansible wartet nach jedem Task, bis alle Hosts den Task ausgeführt haben. Und der ist schon nach einer Sekunde fertig, der ist nach 5 Sekunden fertig, aber der wartet hier trotzdem, bis der hier fertig ist. Und dann fängt er mit dem zweiten Task an. So, das ist ja gut einerseits, aber man verliert da ein bisschen Zeit. So, dann gibt es eine Strategy Free. Der fängt dann mit der zweiten Aufgabe direkt, sobald die erste fertig ist. Wir sehen, wir gewinnen ein bisschen Zeit dadurch. Ja, und es gibt dann noch eine Möglichkeit. Ne? So, das ist, was wir gerade gesehen haben. Also Default Strategy, Liner und Serial 1. Dann werden die Tasks halt auf einem Host komplett ausgeführt und dann auf dem anderen. Da gibt es eine Frage. Genau. Super. Ja. Da? Gute Frage. Dann wird es halt abgebrochen, wo es gerade läuft. No? Das ist halt natürlich der Nachteil, wenn man dieses automatische Task Evaluation auf jedem Host. Wenn man das in Kauf nehmen kann, kann man ein bisschen Zeit sparen, allen, wenn es halt um 1000 Hosts geht gerade. Aber wenn man dieses automatische Verfahren braucht, klar, dann muss man das Liner benutzen. Genau, du kannst auch mit Serial sagen, die Frage muss ich wiederholen. Du kannst auch Max-Fail sagen, das heißt, damit sagst du, wie viele Hosts failen dürfen. Und du kannst auch Serial nicht 1, sondern Prozent oder Zahl sagen, dann sagst du, wie viele Tasks parallel ausgeführt werden dürfen, was nicht in der Config steht. In der Config sind das, glaube ich, 10 bei Default. Ja, so sieht das Playbook, womit ich halt getestet habe. Das besteht aus Facts und die Facts deploy ich und dann run, was die Facts benutzt, um halt einen Sleep zu machen. So. Facts mit Timer. Deploy Facts, erstellt Verzeichnis, kopiert die Sachen, gibt die erstmal aus, wenn die da waren. Und da gibt es ein Execute, was zwei Tasks mit diesen Facts, halt Sleep und Timeout. Könnt ihr gerne ausprobieren. Was auch neu in 2.0 ist, Generic Package Manager. Ich glaube, das ist das, was viele drauf gewartet haben. Jetzt braucht man nicht YAML oder apt zu sagen. Jetzt kann man sagen Package und dann Paketname.
Das ist eine super Sache. Aber lass mal nachsehen. Löst das wirklich das Problem? Ja, ich sehe schon. Was ist denn das Problem bei verschiedenen Distros? Wenn man ein Playbook erstellen möchte, was auf verschiedene Distros, verschiedene meine ich damit, Debian basiert und Red Hat basiert oder CentOS. Ah ja, das gute alte Apache-Freund. Auf dem CentOS heißt es HTTPD, auf dem Debian heißt es Apache 2 und die Verzeichnisse, die heißen auch anders. Na toll. Hat uns nichts gebracht. Wie lösen wir das? Möglicherweise mit dynamischen Includes. Und zwar, man macht ein Include OS Family und dann für jedes OS Family generiert man, hat man dann eine Datei mit den Sachen, die spezifisch sind. Ist nicht schön, geht's aber leider bis jetzt noch nicht so. Es hat ja auch Ansible nichts mit zu tun eigentlich, wenn die Paketnamen anders sind. Ja. Die, bitte? Genau. Ja, das Apache ist schon mal immer eine Sache, die man dann vergisst und dann, aber das ist halt vor allem mit dynamischen Includes kann man halt, braucht man hier keine, kein if-else in dem Sinne. Noch eine kleine Sache, IP-Tables-Modul. Damit kann man dann IP-Tables-Rules erstellen. IPv4, IPv6. Der benutzt schön become. Das heißt, wenn man als User ausführt, dann weiß er, aha, ich muss das genau als root ausführen. Ist auch eine schöne Sache. So, Ansible 2.2 ist jetzt in der Entwicklung und es gibt viele Module oder es gibt auf jeden Fall demnächst dann in der Version viele zusätzliche Module und einige zusätzliche Sachen. Zum Beispiel, jetzt dürfen Module auch Binärprogramme sein. Yeah, Golang-Programmierer dürfen jetzt ihre Module in Golang schreiben und das funktioniert auch dann. Und dann gibt es zusätzliche Module wie Let's Encrypt, Cisquasa, viele neue AWS-Module für VPCs und so weiter. Ja, das ist zurzeit 2.2. Das ist noch nicht released. Das ist noch Dev. So, dann gehe ich ganz kurz auf das Thema AWS ein. Wirklich nur ganz kurz, weil ansonsten würde ich in den Rahmen sprengen. Wer macht was mit AWS? Ganz, ganz vorsichtig. Okay. Wer macht was mit Ansible und AWS? Okay, dieselben. Gut. Wenn ihr mit Ansible und AWS starten möchtet, dann kann ich euch sagen, wie der jetzige Status ist, im Groben. Also Ansible 2.0 hat so gegen 70 AWS-Module, die verschiedene Funktionen von AWS abdecken. Für alles andere kann man AWS CLI benutzen, also selbst Sachen zusammenbasteln, bis die Module da sind. Die sind kräftig dabei, an den Modulen zu entwickeln. Habt ihr gesehen, 2.2 kommen auch VPC-Module dazu. Somit kann man dann mit Ansible halt ein komplettes VPC ausrollen. Und wenn ihr schon mal Ansible für AWS aufsetzt, guckt, dass ihr auf jeden Fall 2.0 habt. Und Ansible empfiehlt auch Boto 3 zu nehmen. Boto ist eine Python-Library für AWS.
Long-term wollen die Boto generell rausschmeißen, aber zurzeit ist das der Stand. Wie ich schon sagte, 2.2 hat viele AWS-Module. Guckt mal einen Changelog da unten, da gibt es so einiges zu lesen. Noch ein kurzes Beispiel für ein AWS. Sehr grob. Ich habe hier Pre-Tasks benutzt, Tasks und Post-Tasks. Das heißt, was wir hier machen, wir deaktivieren die Nodes in dem Elastic Load Balancer, bevor wir die deployen, und dann später aktivieren wir die. So. Also so ein Prozedere. Hier kann man Delegate Localhost benutzen. Das ist so ein Beispiel, wie man es machen würde. In dem Ansible 2.1 gibt es ein Execution Strategy Plugin, das heißt Debug. Und somit kann man dann Pre- und Post-Strategies wirklich wie im Debugger durchlaufen. Nur halt, wenn was nicht läuft. Ja, seitdem Ansible jetzt von Red Hat übernommen worden, wollen die gerne auch andere Themen oder andere Gebiete angehen. So ist zumindest mein Empfinden. AWS ist ein Thema davon, aber es gibt auch andere Themen, die die angehen wollen, wo teilweise sich noch nicht viele getraut haben. Aber lass uns einfach mal die Themen angucken. Compliance ist ein Thema. Da gibt es ein Projekt Ansible Lockdown. Zu dem Projekt. Das Ziel ist, Stick Baseline zu implementieren in Ansible. Das heißt Security Baseline. Man lässt ein Ansible laufen und man hat passt oder passt nicht von Security Baseline. Ich finde das super Idee, weil wir machen wahrscheinlich alle bei uns auf unseren Servern eine bestimmte Policy, die wir haben möchten. Und wenn man dann so eine Stick-Policy hat und sagen kann, unsere Server sind nach und nach zertifiziert oder entsprechend der Guideline, wäre schon cool. Da gibt es eine Frage. Maurice, unser Kollege aus dem Cyber-Security-Team. Security irgendwas. Ich weiß nicht, wofür es ist. Es ist ein amerikanischer Standard, Militärstandard. Es gibt zwei davon. Habe ich nicht im Kopf. Es ist wie PCI-DSS, wobei PCI-DSS geht auf die ganze Infrastruktur. Es fragt noch zusätzlich, ob die Passwörter, ob Root-Login, Passwörter-Policy drin ist. Stick geht eher auf das System und guckt, dass da nur ein Root-Benutzer, Root darf nicht einloggen, keine zusätzlichen Benutzer mit Root-Privilegien und so weiter. Ist Security-Baseline. Ich weiß nicht, was das Ziel des Projektes ist, aber ich vermute, das ist nur einfach, um halt laufen zu lassen und gucken, ob das System compliant ist oder nicht. Changes, ich habe schon Playbooks gesehen, wo man mit Ansible versucht, halt so eine Art Tripwire Enterprise nachzumachen, dass man halt registriert, welche Changes auf dem System passieren und dann halt um nachvollziehen, wer wann was geändert hat, ist fraglich. Da gibt es extra. Wenn du irgendwelche Vereinbarungen hast, was weiß ich, welche Sys-Config-Sachen sollen konfiguriert sein und du hast sie im Ansatz.
Und du lässt dieselben Playbooks regelmäßig drüber laufen, dann kriegst du ja mit, wenn sich was geändert hat. Darum geht's ja. Also, ja, ja, habe ich. Super, habe ich verstanden. Super Sache. Man implementiert halt eine Baseline, die man haben möchte. Root darf sich nicht einloggen, nur oder nur mit Public Key, bla bla bla. Und dann lässt man das Playbook mit -C, mit Testmode laufen und guckt, aha, da würde er was ändern. Das heißt, da ist, hat jemand was geändert, sehe Logfiles, bla bla. Ja, sowas, ja. Generell finde ich es super Idee. Jetziger Status, Version 0,1. Also bei mir auf meinem CentOS 7 hat es, glaube ich, nach 12 Schritten erstmal stehen geblieben mit irgendeinem Fehler. Aber generell gehen die die Sache an. Ich vermute, es gibt noch andere Projekte geben, die dann Security Baseline implementieren. Details unten. Was? Darfst du ins Mikrofon sagen? Security Technical Implementation Guide. Super, danke schön, danke. Kollegen haben mich gerettet, gerade so noch. Ich bin nicht direkt im Security-Bereich tätig, aber wir haben immer Security im Hinterkopf. So, das nächste interessante Thema, was Ansible angeht, ist Network Orchestrations. Das ist meiner Meinung nach das Thema, wo sich noch wirklich keiner getraut hat und wo auch Netzwerker sich entweder ein bisschen gescheut haben, ich bin selbst ein bisschen auch im Netzwerkbereich aktiv, sich die Netzwerker ein bisschen gescheut haben, da Orchestrierung zu benutzen, oder wie DigitalOcean zum Beispiel, die mal eben mal ein Datacenter ausrollen, dann zu Proprietary Tools vom Hersteller, sprich Juniper, greifen, um halt mal die 100 Switche mit Configs zu bedanken. Was ist der jetzige Status? Die Geräte sind in 2.0 unterstützt, auch mit verschiedenen Konnektoren. Ist schon einiges. Und so würde das aussehen. Gibt es Netzwerker? Okay. Bitte nicht erschrecken. Es gibt Geräte, auf denen man sowas laufen lässt, das ist das Letzte, was man von einem Gerät sieht. Na, muss man gucken. Aber was das Playbook macht, halt, holt sich natürlich die ganze Config erstmal, registriert in Variable und dann setzt halt diese Einstellungen diesem Interface und beachtet damit, dass das die Config ist. Das heißt, nach dem typischen Ansible-Prinzip, wenn die Sachen schon in der Config drin sind, würde es nichts machen. Also es würde nicht wie Expect oder so oder halt mit Bash-Script und SSH die Sachen einfach reinballern, obwohl die schon drin sind. Dafür musste man halt die Config haben. Aber das würde dann prüfen, ob die Sachen tatsächlich drin sind und wenn die nicht drin sind, dann tatsächlich die reinpflegen. Wer benutzt Docker? Sean, komm. Wer benutzt denn Ansible mit Docker? Ich weiß, es gibt welche, ja, ja. Okay. Jetzt könnt ihr das auch nativ. Ich benutze auch Docker. Was ist das Ziel? Das Ziel, was Ansible oder was die Vision, was Ansible vorhat, ist eigentlich, man hat ein Playbook und das Playbook ist das, was man halt für
Dev-System, Stage-System, Docker, physikalische Maschine, vor allem Amazon AWS benutzt, um halt die Sache zu deployen. Manchmal ist das so, dass man halt für die Entwicklung Docker-Container hat, dann hat man seine Docker-Files, schreibt man den Docker-File und dann muss man das Gleiche irgendwann auch in die Produktion oder in AWS deployen. Ja, was macht man? Schreibt man es neu in Ansible. So, damit das nicht passiert, oder damit man ganz am Anfang dann Ansible als Source hat, hat Ansible dann Ansible Container aufgemacht. Und der Workflow ist eigentlich, dass man den Container baut, mit Ansible konfiguriert, flacht das Image, also die ganzen Layers raus, eventuell lässt es laufen, wenn es gerade Dev oder das Stage-System ist, oder dann pusht zu einer bestimmten Registry. So, der jetzige Status. Oh, only Docker ist unterstützt. Nur Docker ist unterstützt. Ansible bzw. Red Hat sagt, es kommen andere Container-Systeme dazu. Ich würde mal vermuten, Rocket wahrscheinlich als erstes, weil es auch Red Hat ist. Bis jetzt sind keine Netzwerkfunktionen von Docker implementiert. Das heißt, mit diesem NAT und Port, was neu im Docker ist, das ist noch nicht drin. Aber das Projekt haben die auf jeden Fall vor, weiterzutreiben. Bis jetzt ist das, glaube ich, eine relativ Alpha-Version. Guckt euch die in dem Link unten an, wenn ihr Interesse drauf habt. Ja, da sind wir eigentlich schon fast durch. Und da fasse ich mal zusammen. Also seitdem Ansible von Red Hat übernommen wurde, sehe ich tatsächlich rapide Entwicklung in verschiedene Richtungen, auch im Aufarbeiten des Ansible im Innen, aber auch in anderen Richtungen, die angehen möchten. Ich kann nur vorschlagen, die Beispiele habe ich relativ schnell vielleicht für manche übersprungen. Da gibt es immer einen Link oder die Beispiele gibt es dann auch auf dem GitHub. Könnt ihr gerne offline nochmal spielen. Zu jedem Thema gibt es da unten noch einen Link, wo man halt nochmal mehr einlesen kann. Ich kann es nur sagen, viele wirklich einfache Tasks kann man einfach mit Ansible abbilden, ohne viel Aufwand und ohne viel drumherum. Klar, es gibt immer Sachen, die komplizierter sind, die sich nicht lohnen vielleicht, aber es gibt genug Sachen, die wo Ansible viel Arbeit wegnehmen kann. Playbooks sind auf dem GitHub. Und noch eine Sache. Ansible Doc, ich weiß nicht, ob schon jemand kennt. Das ist halt ein Tool, was mit Ansible installiert wird. Ein Command-Line-Tool. Man kann Ansible Doc, Module, apt oder yum oder was auch immer. Und man bekommt dann direkt in der Konsole, so wie Manpage, bekommt man dann Beispiel und die ganze Beschreibung der Variablen. Muss man nicht online gehen, gucken, wie war nochmal die Variable oder welche waren mandatory. Ziemlich cool, wenn man gerade ein Playbook offline schreiben möchte. So. Und ein kleiner Tipp. Das war's schon. Fragen? Wir haben noch Zeit. Fragen? Ja, zwei Fragen.
wenn man so Querschnittsfunktionen hat, wie, sagen wir mal, so Firewall oder SE-Linux-Konfiguration, sollte man das in einen extra, in eine extra Role packen? Oder packt man das bei jedem Service oder ja, Dienst, den man so installiert, jeweils mit dazu? Das ist eine gute Frage. Die beste Antwort, it depends. Das, ich würde es so machen, dass man die Policy, wenn man nach Möglichkeit das implementieren kann, dass man eine Policy hat, die erstmal alle Server betrifft und die als Role hinzufügt. Dann eine Policy, die nur Webserver betrifft, die als Role hinzufügt und so weiter und weiter staffelt. So hat man dann die Sachen, die man reusen kann in anderen Teilen. Wenn es C-Linux-Policy für alle Systeme gleich ist, dann klar, als Rolle. Und CAM-Provider, kann man da Kerberos einsetzen? Also, dass der statt SU CASU verwendet? Die Accounts, die das Connect-Modul zu dem System benutzt? Nicht fürs Connect-Modul, sondern fürs Become. Nochmal? Für das Become. Also für das Become. Ich habe nicht viel damit getestet. Kann ich nur nicht sagen, wenn jemand aus dem Publikum antworten kann, dass das Become, um das mit AD oder LDAP. Du hast die Möglichkeit, über Privilege Escalation die Möglichkeit zu sagen, welches Binary du an der Stelle benutzen möchtest, und da dürfte dann das Stellrädchen sein, was du suchst. Wir hatten ja eben über die Nachverfolgbarkeit von Änderungen gesprochen, und da gibt es noch eine ganz gute Methode, da wurde ja auch eben angesprochen, dass man vielleicht mal sehen möchte, wer was wann geändert hat. Man kann auch einfach ein Tool nehmen, das die Versionierung der Konfigurationsdateien auf einem Rechner macht, sowas wie ETC Keeper, und dann kann ich mich beim Debuggen sehen, oh, was hat Ansible denn da gemacht, da ist vielleicht noch ein Fehler, und ich kann dann nachher auf dem produktiven System sehen, oh, da hat dann doch der Admin dann rumgefummelt. Ja. Das ist ganz, ganz praktisch. Ja, ich habe auf allen meinen Systemen ETC-Verzeichnis im Git. Also halt. Genau, genau. Es gibt ein Tool, das funktioniert aber, glaube ich, nur bei Ubuntu oder Debian-Derivaten. Auf Gentoo noch nicht. Lacht nicht. Ja. Okay. Ja, wenn das alles ist, dann danke ich euch. Und wenn noch weitere Fragen, kommt an unseren Stand C64. Dankeschön.